Wie soll ich jetzt Geld abheben? Interessant. Mal, hier ist eingestürzt, das heißt, hier komme ich nicht in die Metro rein. Ob das nur Zufall war, dass das genau hier eingestürzt ist, aber wir sind hier anscheinend in den Metro-Eingang oder Ausgang. Keine Ahnung. Wow. Was ist das denn? Was sind das für Viecher? Das sind aber keine Telepathen. Und auch... Sind das nur Salis? Die sehen nicht so aus. Doch, vielleicht irgendwie schon. Keine Ahnung. Doch, könnten nur Salis sein. Kann ich jetzt hier einfach durchlaufen? Ich meine, stört euch ja? Ich lasse dich einfach mal fressen, ne? Guten Hunger! Och, Mensch. Lalalala. Interessant. Du kannst gerne weiter essen oder weiterlaufen. Ich tu dir nichts. Hoffentlich. Wenn ich gerade kurz darf. Ich mach nichts. Ich bin nur Stalker auf Durchreise. Du Drecksack! Au! Okay, das sind definitiv nur Salis. Oh ne, nicht die schon wieder. Den an der Wand kann ich gerade nicht angreifen. Drecksäcke! Ja, 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 ja. Wo ist der Drecksack? Na, ja. Meine Güte. Die war im ersten Teil deutlich einfacher zu besiegen. Ist es wieder Filterzeit? Nee, aber in 10 Sekunden. Lass mal nachladen, ey. So. Meine Güte, du. Da dachte ich, können wir hier einfach frisch durchspazieren. Von wegen. Naja, Maske wechseln wäre vielleicht nicht schlecht. Die lassen einen aber auch keine Zeit zum Nachladen. Wo ist man jetzt lang? Hier? Nee. Da vielleicht nicht. Der Pfeil zeigt hier lang. Nee, hier rein müssen wir. Ach so, Leiter, okay. Na, was erwartet uns? Alter, gehen die mir auf die Nerven. Jetzt stirb doch endlich mal, du Mistviech, sag mal. Nervig, ey. Drecksack. Und ich habe zwar eben Funk abgehört irgendwie, dass nur Salis an Kreuzung 4 oder sowas sind oder an Stationen, keine Ahnung. Mann, ich hasse nur Salis. Ah, hier.
halten, aber interagieren kann ich hier nicht. Hallo! Notruf! Cobra 11, seid ihr da? Na, wie ich diese Scheißviecher hasse. Scheiße, jetzt ist schon wieder die gute Muni drin. Mistviecher. Aber wenn es drauf ankommt, benutze ich lieber die gute Muni, als zu sterben. Draußen rum geht's nicht, also müssen wir hier rauf und irgendwie schlendert der so ein bisschen. Jetzt höre ich auf zu laufen und der läuft noch weiter. Vielleicht weil es hier eisig ist. Aha. Ob das so eine gute Idee ist? Oh Gott! Oh Gott! Verpisst euch! Die Geflügelten sind sehr schnell, aber ich arbeite. Ja, der Schwarze hat uns gerettet. Mal wieder, möchte ich dazu sagen. Muni. Medikits haben wir voll. Da sollte ich vielleicht nicht so geizig mit sein. Warte mal, wo geht's denn lang? Da lang. Das heißt, hier mal nochmal. Aber nee, hier runterstürzen wäre jetzt ungeil. Aber Gänge, dünne, kurze, schmale Gänge sind für mich jetzt doch... Manchmal sehe ich eine Tür. Jemand ruft dort nach dir. Warum? Weiß nicht, aber wie gesagt, jedenfalls sind diese Gänge eben jetzt heimlicher als das draußen. Wow, ist das schnell. Willkommen zur Polis. Gemeinsam. Komme, was wolle. Der Kleine wollte nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht, was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. Die Frage ist ja, was passiert, wenn wir die Polis erreichen? Aber wir sind noch nicht zurück in der Metro, wie es aussieht. Oh Gott. Also wenn es hier nicht so viele Monster gäbe und Mutanten, dann würde ich hier liebend gerne mal durchlaufen. Oh, was gibt's denn? Oh. Der Regen ist aber bestimmt auch radioaktiv. Naja, immerhin zeigt uns der Schwarze den Weg. Woher der wohl weiß? Jemand da. Komm zu sehen von hier. Aha. Aber woher der wohl weiß, wo die Polis ist? Ob ich hier hoch kann? Nö. Natürlich nicht. Ich hoffe, dieser jemand schießt nicht aus Versehen auf uns. Okay, in Züge kann ich auch nicht rein. Muss ich überhaupt lang? Ach, rechts lang. Ah. Leute, haben Angst angegriffen zu werden. Aber nicht böse. Wo
Woher weißt du das eigentlich? Aber hier gibt es anscheinend Menschen. Und ich sollte mal, bevor ich weitergehe, am besten so. Ich tue euch nichts! Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich meine es ernst. Scheiße, alles in Ordnung, Leute. Entspannt euch. Er ist ein Police Ranger. Unterwegs zum Ring? Na dann beeil dich. Die sind total nervös. Wollten uns nicht einmal durchlassen. Wir werden hier eine Weile ausruhen. Du kannst ein bisschen einkaufen, wenn du willst. Einkaufen? Aber es scheinen andere Ranger zu sein. Tolles Wetter, oder, Police Ranger? Ich bin ja eigentlich Spartaner. Aber ja, ich bin eigentlich auch gut. Und wenn du Miller siehst, sag ihm einen Gruß von Kyoto. Er wird schon Bescheid wissen. Waffen. Komm, Ranger. Du musst wissen, dass ich nicht alle Waren auspacke. Nur die besten. Ziemlich laut hier drin. Du bist nicht so schüchtern. Kann ich denn mal verkaufen? Wo kann ich neue Waffen kaufen? Aber ich kann ja mal anpassen. Obwohl ich die Waffen eigentlich schon mag. Vielleicht kann ich hier ja was. Die Privet. Schau dir den Zustand dieser Schönheit an. Nicht ein Kratzer. Ist das die, die wir haben? Ich weiß gar nicht. Die Tikar. Das ist eine großartige Waffe. Steht dir sehr gut. Nee, ich würde die Schrotflinte schon gerne behalten. Aber dieser Kauf wäre absolut keine Enttäuschung. Mich interessiert eigentlich mal, ob es hier auch wieder die mit dem... Also ich weiß, dass es die gibt, aber wo ich die kriegen kann, die mit den 6 Muni, also die mit den 6 Läufen, die wir auch im ersten Teil von Bourbon bekommen hatten. Aber ja, ich wollte eigentlich anpassen und nicht eintauschen, Mensch. Der Lauf. Schalldämpfer. Vier Läufe. Vier Läufe finde ich natürlich geil. Da gebe ich auch mal 70 für aus. Komm. Ja, Schalus. Da haben wir doch eigentlich schon was, oder nicht? Da haben wir was. Ach nee. Kolben. Dieser Federkolben, der von Schmitz Waffenmechsern gebaut wurde, kompensiert den Rückstoß. Den brauche ich eigentlich nicht. Laservisier auch nicht. Und der ergonomische Griff, den haben wir, glaube ich, schon. Ansonsten... Ach, Waffenschmied. Achievement. Können wir hier vielleicht noch gucken. Zieloptik haben wir ja. Lauf. Verringert den Rückstoß. Das wäre natürlich gut, aber kostet 40. Größere Magazin. Boah, weiß ich nicht. Nicht unbedingt mehr. Lassen wir es dabei. Hier haben wir noch kleines Zeug. Munition umtauschen können wir hier auch. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn wir hier noch recht gut sind. Aber ja. Schau her, ich habe die allerbesten. Du solltest wirklich welche kaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja auch verkaufen, sehe ich gerade. Weil die hier, die benutzen wir im Moment sowieso nicht. Die sind für pneumatische Waffen. Und die hier sind für Pistolen, haben wir auch keine, also... Die eignen sich besonders für Mutanten. Ja, also verkaufen wir die mal, weil... Dann haben wir genug, um... Das ist die Gelegenheit. Ja, dann haben wir genug, um uns selbst Munition zu besorgen. So. Hier haben wir voll. Keinen Platz hier dafür. Können wir ein bisschen was dazu Guck nehmen. Dir hier nicht auch. Die Waffen selbst an. Guck dir lieber an, wie Ziele damit durchlöchert werden. So. Das sind gute Patronen, sehr gute. Hör zu, solange wir noch hier sind, kannst du jederzeit helfen. Ja, ja. Ich habe alles, was du brauchst. Aber wie, nicht wie, wenn wir jetzt mehr Munition haben, also Geldmuni, dann können wir uns ja auch ein bisschen was, nicht verkaufen, sondern was kaufen. Den Rückstoß verringern. Das können wir mal nehmen. Und dann auch das größere Magazin. Also. Ansonsten für die AK brauchen wir eigentlich nicht wirklich was. Zieloptik jetzt nicht. Lauf vielleicht. Schalldämpfer haben wir schon dran.
Ein großes Magazin. Ja, nee, komm, lass doch mal ein bisschen. Sprich mit mir, wenn du etwas brauchst. Naja, so ein bisschen, Hast du gehört, dass die Oktjabrskaja ausgelöscht worden ist? Irgendeine Seuche. Scheiße. Eine Station nach der anderen. Naja, wenn du wüsstest. Ich wollte eigentlich ein bisschen wertvolle Munition auf jeden Fall, weil die im Notfall brauchen, weil die ist ja durchschlagskräftiger als die normale. So, jetzt ist die. Ah, da ist der Schwarze. Lass dich bloß nicht entdecken. Ich hab keine Ahnung, wo er hin ist. Leute voraus! Erwarten uns! Wollen uns töten! Wissen noch nicht, was wir hier sind! Ach du Scheiße! Sie wissen jeden Zentimeter her, wie Ihre Westentasche kennt! Ja, Genosse Gott! Dann rücken Sie an! Die Roten! Verdammte Schweine! Ihre